Ich brauche gar nichts anderes. Was wir auf jeden Fall aber gleich machen, wir wandern auf jeden Fall gleich mal zu der Hauptstadt rüber, weil wir gucken, ob wir dort vielleicht noch eine Bewohnerin für unser Dorf finden. Könnt ihr bitte aufhören zu backseaten? Ich will nicht wissen, wo Dinge spawnen. Ich will nicht wissen, wo Dinge spawnen. Ich will nicht wissen, wo ich Sachen finde. Ich möchte dieses Spiel gerne selber spielen. Ich bitte irgendwie in jedem Stream 30 Mal drum und trotzdem wird es ignoriert und das ist sehr schade. Ich würde gerne die Sachen langsam... Ich habe jetzt irgendwie schon 400 Mal den Tipp bekommen, wo da oder was da auf dieser Insel spawnt und ich will es einfach nicht wissen. Dann warte halt auf die Römer. Ich soll auf die Römer? Was? Das war ein Permaban, das wollte ich nicht. Ich wollte einen Timeout machen. Vielleicht kann einer der Mods es zu einem Timeout machen. Ich habe ein bisschen zu schnell reingeballert. Dankeschön. Werte Römer, hier gibt es Römer. Römer! Guck mal, das Spiel hat mir eine Fackel gedroppt. Das Spiel möchte mir auch sagen, dass mein Fackel-Gameplay funktioniert. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wenn sogar das Spiel mir einfach Fackeln droppt, dann müsste doch eigentlich alles fein sein. Das Spiel wird von der Fackelindustrie gesponsert. Nee, habe ich noch nicht gehört. Karok. Simfin, es kam gerade vor einer Woche. Ich glaube, vor einer Woche kam gerade ein Horrorvideo bei Sterzek auf dem Channel. Mach ich, Karok. Winterdienst hat die Wege auch frei gemacht, die mögen dich. Bisschen Salz gestreut. So. Haben wir hier eine Frau für unser Dorf? In der Scheune haben wir noch Platz für, genau, wir brauchen einmal jemanden noch in der Scheune und für den Hühnerstall und für die Näherei. Für die Scheune brauchen wir das ist alles Landwirtschaft quasi in der Scheune. Für alles, was wir einstellen, okay. Dann wissen wir das. Und im Hühnerstall ist auch alles Landwirtschaft. Geil, dann können wir die ja mitnehmen, die Gustava. How are you? So. Wo ziehst du mit ein, ist die Frage. Zentrum an der Küche. Zentrum an der Küche, das bietet sich eigentlich voll an. Dass du dann in der Scheune anfängst, auf jeden Fall. Bei den Hühnern brauche ich dich gerade noch nicht. Und dann packen wir dich in die Scheune. Als Scheunenknecht. Goll. Und dann können wir in der Verwaltung unter Scheune jetzt auch definieren, was gemacht werden soll. Genau, und die kann jetzt einfach automatisch
Tonbewurf fest, so herstellen, sobald wir genug haben. Wenn wir dann genug haben. Wir haben aber nicht genug noch. Aber kann sie einfach automatisiert herstellen. Sie wird nicht so viel zu tun haben gerade. Aber grundsätzlich kann sie dann Sachen herstellen. Was ich mich eher frage, ist, wo kriege ich denn Stroh her? Also welches Gebäude sammelt mir oder besorgt mir den Stroh? Meine Grabungshütte? Die Scheune besorgt mir Stroh? Wie besorgt mir die Scheune Stroh? Ach so, wenn ich quasi Sachen zum Schreddern in Auftrag gebe. Über das Getreidedreschen. Das heißt, ich brauche eigentlich keine Grabungshütte für Stroh. Ich krieg das über das Dreschen kriege ich genug Stroh zusammen. Ist Stroh nicht ein Nebenprodukt? Es ist auch ein Nebenprodukt, ja. Hallo Age of Kampf. Das heißt, wir müssen auch irgendwas in Auftrag geben in der Hütte, was das Dreschen angeht. Wir haben ein bisschen Eis gebadet. Dafür sind wir jetzt sauber. Haha, Black Xavier. So. Ich hätte halt so gerne eine Näherin, ne? Die wäre halt auch für die Landwirtschaft gut. Oh, die ist 30, die ist zu alt. See you soon. Wir gehen bis nach Baranica und gucken, ob wir dort vielleicht wen finden. Oh, Hühner. Wir können nicht noch einen Huhn holen, wir haben schon 3. Aber wir können ihr dann auf jeden Fall bei der Scheune auch den Auftrag geben, Haferkorn und Roggenkorn herzustellen. Weil für was anderes, wir brauchen Hafer und Roggen. Für den Anfang brauchen wir das nur für Tierfutter, glaube ich. Und dann soll sie das einfach mal automatisiert machen und dabei auch Stroh erzeugen. Das ist mal das Erste, was wir da brauchen. Für Stroh solltest du Weizenkorn in Auftrag geben. Ich habe noch keinen Weizen angebaut. Das bringt mir alles noch nichts. Das bringt mir alles noch nichts. Ich glaube, der größte Irrglaube, den ich in meinem Stream die ganze Zeit höre, aber einfach um das nochmal mitzugeben, die Alterserwartung im Mittelalter liegt nicht bei 35. Nein, du warst mit 30 nicht im gehobenen Alter, das stimmt nicht. Der Altersdurchschnitt war 35. Das lag aber nicht daran, dass die Leute alle mit 30 oder 35 gestorben sind, sondern dass es eine extrem hohe Kindsmortalität gab. Wenn von 5 Kindern, die geboren werden, 4 nicht älter als 5 werden, zieht das den gesamten Altersdurchschnitt runter. Natürlich hattest du auch Menschen, die grundsätzlich früher gestorben sind, weil keine medizinische Versorgung und Kriege und Krankheiten und mangelnde Hygiene. Ja, all das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Und desto ärmer du warst, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit, dass du älter wirst. Aber auch im Mittelalter gab es Leute, die 60, 70 Jahre alt geworden sind. Dass der Altersdurchschnitt an 35 liegt, liegt nicht daran, dass alle Leute mit 35 schon mit einem Fuß im Grab waren, sondern einfach nur, dass die Kinder alle gestorben sind, wie die Fliegen. Immer wieder dieses gleiche Thema hier. Vielleicht mache ich ein Command damit. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Da oben, da leuchten die Sterne. Da unten, da leuchten wir. Dankeschön, Wolfgang, für die 41 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe gesagt, dass 30 alt ist, einfach nur deswegen, weil ich halt möchte, dass meine Dudes auch, also die müssen ja leveln in dem Spiel und Kinder kriegen. Und wenn du die halt mit 30 zu dir holst und sie haben noch nicht gelevelt und noch keine Kinder bekommen, dann ist halt nicht so worth it. Deswegen versuche ich mir in dem Spiel eher Charaktere zu suchen, die halt irgendwas zwischen 20 und maximal 27 sind. Aber das hat nur was mit dem Spiel zu tun. Hallo, Young Falco. Haben wir hier eine Näherin? Ich brauche Handwerkskunst, ne, fürs Nähen. How is life treating you? See you soon. Kann ich in dem Spiel eine Affäre haben? Ich frag nur. Greetings, Stranger. Wie kann ich helfen? Was will der jetzt von mir? Hä, was will der noch haben? Ich habe gar nicht geguckt gerade. Ich habe das einfach angenommen und nicht geschaut. Ah, Stein und Holzstämme will der noch. Ich habe halt keine Axt mit. Dankeschön, Witch Design, für die 16 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ach, ich hätte sogar eine gehabt, upsie. Du fragst für einen Freund. Nee, ich frag für mich selbst tatsächlich. Weil die ganz nett aussah. Ich weiß gar nicht, was ihr jetzt so habt. Man würde ja wohl fragen dürfen, ne? So, hier mal beiläufig ein bisschen questen. Und Winterfrauen sind gute Frauen. Habe ich mal gehört. Woher bekommt man Kalkstein? Wenn du mit der Spitzhacke auf solche Steinressourcen schlägst, kann es sein, dass Kalkstein mit drin ist. Oder wenn du halt so eine Abbauhütte baust, da kannst du es auch direkt farmen lassen. Und wahrscheinlich später aus der Mine. Aber ich habe noch keine Mine. Deswegen weiß ich noch nicht, wie sich Minen verhalten. Hab den Bergbauer, der 41 ist jetzt. Bin gespannt, wenn die ersten NPCs sterben. Das ist ja auch ganz geil in dem Spiel, dass man ja wirklich auch sterben kann. Und auch damit seinem Kind weiterspielt. Das finde ich richtig, richtig cool. Oh, Dankeschön, Lord Philippa, für die 6 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Alter, wie viele Baumstämme wir da jetzt brauchen. Dankeschön, Lord Philippa. Was ist eine Winterfrau? Eine Winterfrau ist eine Frau, die du im Winter als NPC irgendwo aus einem Dorf angelächelt hast. Hallo Kampfsocke. Elchjagdgebiet. Da vorne ist einer. Es ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich speichere. Einfach so aus dem Gefühl heraus. Lassen Sie mich bitte. Ich hack hier nur. Kann man mittlerweile eigentlich Bäume wieder anpflanzen? Nein, leider immer noch nicht. So, Quest abgeben. Also gibt es auch eine Frühling-Sommer-Herbstfrau? Auch Frage für einen Freund.
vielleicht gibt es Menschen, die sowas haben. Also, ne, ja. Wachsen Bäume nach, wenn du die Stümpfe stehen lässt nach 3 Jahren und wir munkeln darüber, sind uns aber nicht ganz sicher, dass sie auch nachwachsen, wenn man so Zweige stehen lässt. Sorry, Amelia, ich muss noch mal kurz zu deinem Ehemann. Geil. Quest abgeschlossen. Und weiter geht's zum nächsten Ort. Ich bin nicht ein... Ah, ich muss da oben drüber laufen, ne? Das ist ja so ein weiter Umweg, den wir da jetzt gehen müssen. Gut. Dann machen wir mal den Umweg. Den armen Mann einfach ums Bett holen. Hä, ich habe dem gerade super viele Ressourcen geschenkt. Was heißt hier den armen Mann aus dem Bett holen? Der hat gesagt, der braucht Ressourcen und ich habe die ihm gefarmt. So, und hier jetzt nach links. Immer schön auf dem Weg bleiben. Da laufen wir auch in keine Wölfe rein. Hoffe ich. Hoffe ich. Der sah richtig begeistert aus, so mitten in der Nacht. Ja, dann soll er mich nicht um Ressourcen fragen. Ich finde es eher weird, wenn da auf einmal ein Dude mit einer Fackel mitten in der Nacht in der Bude steht. Ja. Ja, also ich kann verstehen, dass das unter Umständen vielleicht ein unangenehmes Gefühl ist. Aber man muss sich halt auch einfach entscheiden, was man will im Leben, ne? Und ja, es gibt Pferde in dem Spiel. Man kann, wenn ich das richtig gesehen habe, auch alle Tiere züchten, die man haben kann. Also auch Pferde und auch Esel. Und es ist einfach geil. Ach du Scheiße, Schneesturm. Das ist sehr, sehr cool. Wird es irgendwann möglich sein, als Frau zu spielen? Ich kann dir das nicht beantworten, aber ich hoffe es auch. Immer noch keine Näherin. Auch kein Näher. Bergbauarbeiter, Landwirtschaftsarbeiter. Also da gibt es ein paar, aber in Quartal 1, 2023. Ah, dann bringen sie es rein. Cool. Cool, dass sie es reinpatchen. So, wir müssen nach Tutki, meine Freunde. Ich finde es cool, dass in dem Spiel immer noch so viel gemacht wird. Ich bin ja schon mal gespannt, wie das jetzt wird, wenn unsere Hühner erwachsen sind und mal was abwerfen. Wie alt bist du in dem Spiel jetzt, Pia? Ich bin in Jahr 2 und ich glaube, ich habe als 18-Jähriger angefangen. Also ich müsste 20 sein jetzt. Eigentlich. Eigentlich. Oh ja, mehr tragen können, das ist viel wert. Und meine Frau ist 19. Ich habe mir echt eine junge Frau gesucht, fällt mir gerade auf. Oh, 19 bin ich sogar noch. So, ist das richtig? Nee. Wir müssen dem großen Weg folgen. Ich bin aus Graz. Momentan wachsen Bäume nur aus Baumstümpfen als Info. Sind wir uns da sicher? Weil wir hatten über... Wir haben da schon sehr viel hin und her diskutiert. Wir haben da schon sehr, sehr viel hin und her diskutiert.
Da. Es gibt leider noch keine Ärzte, Hebammen oder Kindermädchen. Nein. Aber es gibt so eine Kräutersucherin quasi, wo du dann auch Medizin und so herstellen kannst. Es sind auch Krankheiten geplant, soweit ich weiß. Und Mütter gehen 2 Jahre in Mutterschutz, wenn sie Kinder zur Welt gebracht haben. Guckt. Das sind die Esel. Kleinen Süßis. So eine Fischerin. Da! Da! Das brauchen wir. Ja. Ja. Das brauchen wir. So, aber wo zieht die jetzt ein, ist die Frage. Einfaches kleines Haus an der Schmiede. Beim Holzfäller. Easy. Und du wirst Näherin. Geil. Dann können wir jetzt erfolgreich wieder zurücklaufen. Hallo Niki. Oh, wartet mal. Die verkauft halt kein Flachs, ne? Nee, die verkauft kein Flachs. Da sind wir schon im falschen Dorf. Die haben nämlich hier, glaube ich, allgemein keinen Bauern. Das ist ein reiner Tierhof. Das heißt, wir müssen... Oder wir gehen nach Vinica zurück. Das können wir auch machen. Die Empfehlung für ein Spiel, das man am Abend entspannt solo zocken kann. Welches Genre soll es denn sein? Also Strategie, Aufbau, Survival. Was möchtest du denn spielen für ein Genre? Ist das aggressiv? Ein Waschbär ist safe aggressiv, oder? Dodgen das mal. Mal schauen, ob sie auch dem Holzfäller näherin kommt. Ach, oh nein. War das ein Dachs? Okay, Pia outet sich, es kann den Unterschied zwischen einem Dachs und einem Waschbären nicht sehen. Ups. Weißt du, wie viel Steuern du gleich zahlen musst? Ich lass mich überraschen. Es ist ein bisschen wie so ein Ü-Ei. Nur ist die Überraschung nicht positiv. Ah, stimmt, Waschbären wurden ja erst eingeschleppt, mein Fehler. Ich habe aber auch ein bisschen vergessen, dass wir quasi in Europa sind damit. Hoch genug, um Sorgen zu bekommen? Nein. Blödsinn. Blödsinn. DBD ist ein besseres Spiel als Devour. Definitiv. Hallo Dax. Okay, der hat Angst. Wissen wir es auch mal wieder.
Ich schätze mal, das Mittelalter sah in Amerika anders aus. Das ist ein gutes Argument. Das ist ein extrem gutes Argument. Das ist ein sehr, sehr gutes Argument. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr mitdenken sollen, bevor ich rede. Bam, badadadam, dam. Hahaha, Bramaka, freut mich, dass es schmeckt. Hallo, der Tador, ein wunderschön. Fischerin brauchen wir nicht mehr. Aber wir brauchen hier in erster Linie vor allem eh den Händler. Genau, und zwar brauchen wir Flachs, eine Getreidesorte. Wird im Sommer geerntet, wird auf dem Dachboden der Scheune zu Leinsamen und Flachshalmen verarbeitet. Ein Handwerksmaterial wird aus Flachs aus dem Dreschboden der Scheune hergestellt. Ja, alles schön und gut. Aber was mich erstmal interessiert, was brauche ich denn überhaupt bei einer Näherin, damit die arbeiten kann? Ach, ich kann dir alles Mögliche geben, ne? Leinengarn wird aus Flachshalmen am Spinnrad der Näherin hergestellt. Und dann wird da Leinenstoff etc. daraus. Okay, dann wissen wir schon mal. Und was braucht sie an Werkzeug? Die braucht kein Werkzeug offensichtlich. Die braucht nur eine Produktion. Okay, das heißt, wir brauchen... das heißt, wir brauchen eigentlich nur Flachs. Aber Flachs ist so viel teurer als Flachshalm. Brauche ich für Leinengarn was anderes noch als Flachshalm? Wir werden in der Vorlesung bald das Thema Multi-Species Justice, Climate Justice behandeln, also auch wie Animal Rights da reinspielen. Soll ich dir ein paar Sachen zukommen lassen? Super gerne. Mit Flachs kriegst du halt noch Samen zum Anbauen. Also kann ich einfach einen Flachs... Ich habe vergessen, was meine Frage war. Ich habe die Frage... Was habe ich gefragt? Chat, Hilfe. Dankeschön, Lord Wilber, für die 6 Monate übrigens. Vielen, vielen lieben Dank. Und Dankeschön, Sarani, für die 17 Monate. Warum der teuerste ist der Halm? Ob du nur Flachshalm brauchst? Okay. Das heißt, ich brauche... Nur die Halme, gerade jetzt. Das heißt, ich hole mir jetzt nur die Halme für den Anfang. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder soll ich gleich den Flachs mitholen, damit ich die Samen auch habe für den Frühling? Kann ich mir halt leisten. Und dann kann ich es halt auch direkt selber anbauen. Schmerzen. Das war jetzt teuer. Dankeschön, Kelso, für die 10 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Im Winter? Nee, das liegt ja dann erstmal rum. Bis zum Frühling, aber das macht ja nichts. Denk an die Steuern. Scheiß auf die Steuern. Um die Steuern kümmern wir uns noch.
Steuern kriegen wir auch noch easy dann. Easy dann. Wir müssen investieren, sonst kommen wir halt nicht weiter. Also. Gut. Ich glaube, ich muss da mal ganz kurz hin. Entschuldigung. Leinensamen, Flachssamen herstellen. Aber da kriege ich nur Leinensamen oder kriege ich da auch das andere? Ja, wir werden es gleich rausfinden. Ah, und Flachsheim habe ich jetzt auch automatisch hergestellt. Geil. Geil, geil. So, das heißt, ich kann jetzt meine Ressourcen hier reinpacken. Und dann kann ich der Näherin sagen, sie soll mal da fehlt schon wieder Werkzeug, ey. Und dann kann ich der Näherin sagen, sie soll auch einfach mal Leinengarn herstellen. Hä, das ist gesperrt? Kacke. Ich kann noch kein Leinengarn herstellen? Ich dachte, ich hätte das schon gelernt. Au, das tut weh jetzt. So, und dann soll sie jetzt Leinengarn herstellen. Und einfache Säckchen. Dann levelt sie da auch einfach parallel schön mit hoch. Und nee, Trinkschläuche brauchen wir nicht. So einfach Leinengarn und einfache Säckchen herstellen. Was halt auch richtig gut wäre, wären halt Pelzschuhe. Die muss ich halt auch erst lernen. Ich hab die ganzen Schemas noch nicht dafür. Aber das kriegen wir schon hin. Das wird jetzt langsam. Es braucht einfach nur ein bisschen, bis sich das jetzt alles fügt quasi. Aber wir müssen wieder neue Messer herstellen. So, kann ich nicht. Es müsste doch ein besseres Messer geben. Aber ich glaube, ich kann die einfach alle noch nicht. Ja, es gibt halt Kupferwerkzeuge. Aber dafür bräuchte ich halt Kupferbahn. Und Kupferbahn habe ich einfach noch nicht. Ich muss eine Mine finden. Ich muss eine Mine finden. Ich glaube, das wird unsere nächste große Herausforderung werden. Eine Mine. Tschüss, Carina. Habe ich den ganzen Stock gerade? Ich habe doch ganz viele Stöcker hier. Jetzt. So. Die Frage ist nur,
Ist es so eine gute Idee, jetzt quasi im Winter auf die Suche zu gehen nach einer Mine? Jetzt, wo ich halt auch nirgendwo hingehen kann und für alles Wärme brauche die ganze Zeit. Hallo Ingrim. Was willst du sonst machen? Das ist eine berechtigte Frage. Oh, die sind so süß. Die sind so süß. Müsste ich nicht, wenn ich jetzt hier unter Tiere gucke? 0,25 sind sie alt. Das ist süß. 0,25. Das ist eine schöne Altersdefinition. So. Produktion, Tierhaltung, Landwirtschaft, Jagd, Hütte, Grabung, Mine. Okay, es werden, glaube ich, nur Minen angezeigt, die man auch nutzt quasi. Es werden keine Minenplätze angezeigt. Wenn ich eine Mine wäre, wo würde ich mich verstecken? Halt wahrscheinlich irgendwo hier. Irgendwo hier in dem Gebiet. Das Problem ist halt, da oben sind halt Bären. Da oben sind halt Bären. Ich will da gar nicht hin. Ich will auf gar keinen Fall hin. Bären sind gut. Ja, Bären sind nicht so gut. Bären sind nicht so gut. Dankeschön, Timmy, das ist sehr lieb. Habe ich hier den Weg nicht bis rüber gezogen? Das sieht sehr seltsam aus. Oh, die haben auch gar kein Werkzeug mehr. Wir brauchen da eine neue Spitzhacke. Und dann auch eine Schaufel wieder. Ja, wir brauchen eine Mine. Wir kommen halt nicht weiter. Also, hier wird auch Stroh gesammelt. Sieh. Aber wir brauchen ganz, ganz dringend eine Spitzhacke. Wieder. Das machen wir auf jeden Fall gleich. Was brauche ich denn nochmal für Spitzhacken? Holzstamm und Stein, das müssten wir auch eigentlich haben. So, wir brauchen Holzstämme und Steine. Und dann können wir hier erstmal ein paar Spitzhacken herstellen. Das sind jetzt erstmal ein paar mehr. Aber dann sollten die, glaube ich, auch erstmal wieder zufrieden sein. Und ich nehme mir auch gleich noch welche mit, weil ich werde sie safe auch brauchen unterwegs. Ich nehme auch eventuell gleich zwei mit. Die nehmen wir auch mit, weil ich die dann oben verkaufe. Direkt. Dann haben wir eigentlich nichts, was ich da gerade verkaufen möchte. Okay.
Einen Bogen sollte ich auch gleich noch bauen. Und Pfeile. Weiß ich gar nicht mehr, was ich dafür brauche. Ach, das sind schon die guten Bögen, ne? Da brauche ich schon Leinengarn für. Das habe ich noch gar nicht. Und... Wir haben jetzt erstmal noch... Ach, ich kann den generell noch gar nicht herstellen. Habe ich meinen Bogen gefunden? Ah, ich glaube, ich habe meinen Bogen... Ach so, nee. Ich kann den schon bauen, aber ich brauche Leinengarn dafür. Ich habe den nicht gefunden. Ich habe nur... Ja. Oh... Stock und Leinengarn. Federn, Steine. Ich habe, glaube ich, noch kein Leinengarn. Doch, ich habe Leinengarn. Geil. Direkt aufgeben, aber ich habe fast keine Steine. Okay, das heißt, ich muss erstmal Steine sammeln gehen. Ich würde mal ganz kurz hier stehen bleiben. Ich bin in 2 Sekunden wieder da. Ich hole mir mal eben ein neues Getränk. Ich bin in 2 Sekunden wieder da. Boah, ich habe Angst, gleich in das Bärengebiet zu gehen, Leute. Ich habe das Gefühl, das ist eine ganz schlechte Idee und es wird ganz mies schief gehen. Ah.